Hi, der Witzka, der Lars hier. Willkommen zurück bei Star Revenge 5.5 Destroyed Memories. Wir sind fast fertig. Ein weiterer Star Revenge Teil neigt sich dem Ende. Und danach kommt der nächste. Und danach kommt der nächste und danach kommt der nächste, weil es hört einfach nicht auf. Verdammt, ich bin froh, dass ich den Weg hierher gefunden habe. Ich wusste nicht, dass die Dudes den berühmtesten Quizmoderator dazu gebracht haben, sich uns hier anzuschließen. Ja, dann machen wir mal den Quiz. Weil wenn ich jetzt, wann dann ist er schließlich dein Ende, wa? Ah, wenn das nicht mein alter Freund ist. Lange nicht gesehen. Nun, du weißt, wie das hier ablaufen wird, nicht wahr? Und ja, ich werde dir wieder mal nicht sagen, was du falsch geantwortet hast. Keine Sorge, es wird wie in den guten alten Zeiten sein. Frage 1. In welcher Zeit von Sinister Metallic Vault Madness kannst du ein Catback finden? A. Past. B. Present. C. Future. Junge, ich kenne ihn nicht. Ich dachte ja, ich würde ihn im Laufe des Spiels irgendwie mal kennenlernen. Irgendwo mal finden, aber nö. Und die Antwort ist A, in der Vergangenheit. Da waren wir ja. Frage 2. Wie viele verschiedene Fensterdesigns befinden sich in der Safe Zone? Farbvariationen zählen nicht. A, 2, B, 3, C, 5. Als ob ich da irgendwie auf die Fenster geachtet hätte. Ich weiß nicht mehr, wie viele Fenster da drin sind in den Level. Ist ja einfach nur ein dummer Raum. Ich weiß ja, auf einer Seite sind 3 Fenster. Ob jetzt auf der anderen Seite auch 3 Fenster sind, weiß ich auch nicht. Könnten ja auch nur 2 Fenster sein. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass es symmetrisch ist. Also A oder B, 2 oder 3. Und ich gehe mit 3, weil Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Würde doch passend sein. Frage 3. Welcher Kurs hat keine unsichtbare Kiste mit einem Stern da drin? A, Kurs 1, B, Kurs 4, C, Kurs 7. Das war Kurs 4, das war das Wasserlevel. Das war das grüne Level. Frage 4. Welche Buchstaben werden im Design des Scepters of Fate verwendet? A, I und U, B, B und D, C, X und Y. Das ist X und Y. Ganz tolles Design. Frage 5. Erinnerst du dich, wie der Ort hieß, wo wir uns zum ersten Mal trafen? A. Dream Fountain. B. Tower of Tempora. C. Twin Towers. Ich hab dich noch nie getroffen. Hab ich irgendwas nicht mitbekommen oder so? Hätte ich irgendwie vorher einen anderen Teil vielleicht spielen sollen? Als nächstes spielen wir denn Star Revenge 0. Galaxy of Origins. Vielleicht ist er da drin. Ich habe keine Ahnung. Ey, Dream Fountain klingt zu generisch. Tower of Tempora klingt spezifisch. Und Twin Towers klingt falsch. Ich würde jetzt mal mit B gehen. Klingt nach einem Level. Dream Fountain klingt zwar auch nach einem Level, aber nach einem sehr generischen Level. Und ich glaube, das ist richtig gewesen, weil da ist der Stern. Erstmal die Leben einsammeln. Wozu auch immer ich die Leben einsammle. Gut, du hast sie alle richtig beantwortet. Ich wollte dir wie beim letzten Mal noch eine weitere Bullshit-Frage stellen, aber ich lasse dieses Mal davon ab. Hier, nimm diesen Stern und einige One-Ups. Ja, cool, haben wir das fertig. Wunderbar, dann können wir jetzt gleich zu Kurs 8, wa? Dann wollen wir mal in die Zukunft. Auf zu Kurs 8. Sinister Metallic Vault Madness. Future. Eigentlich wollte ich ja bei der 1 anfangen, ich habe die 1 aber nie gefunden. Und dann wollte ich bei der 6 anfangen, aber die 6 ist ja bei Bob Omb damit eingesperrt. Da müssen wir erstmal hier einmal durch die Zukunft durch. Deswegen fangen wir jetzt hier an. Hier war ja eh Stern 1, also wird das schon alles richtig sein. Die Ketten sind weg. Ich muss nicht mehr Kette geben. Und da ist eine Tür. Ist ja interessant. Da ist der Notenblock weg. Sieht aus, als ob ich da hoch kann. Von oben denn da runterspringen vielleicht. Da ist ein Stern. Aktivierungsplattformen. Ja, okay. Hallo Schaufelheinz. Ich will rauszoomen hier. Ja, der Schaufelheinz soll mir ein bisschen schwerer machen, da hochzukommen oder was. Hallo Bob Omb. Oh, das ist der Bob Omb beim versteckten Stern. In einem Labyrinth, in einem Maze. Auf der anderen Seite. Von dir ist der Stern oder so. Ja, weiß ich Bescheid. Machen wir gleich. Erstmal den ersten Stern hier geholt. Bab.
Hier ist kein Vieh. Da kann ich hier rauf. Die lila Fläche ist sicher. Zwei Sterne gleich beieinander. Schrumpfplattformen. Ich sehe sie doch schon. Sonst irgendwas? Da auf jeden Fall nicht. Da ist ein Chakya. Und da den Stern wollen wir haben. Glaube ich. Ich glaube schon. Da war Abgrund. Ja, dann wollen wir was sehen. Deswegen kann man da wieder ranzoomen. Hallo Chakya, du bist ein bisschen langsam. Und tschüss. Ja, da ist die Tür. Erstmal ausrichten, drei Schwung und rüber gerutscht. So, haben wir also hier so einen komischen Raum mit Gift oder was. Ich würde gern... Ja, das ist ein Balken, toll. Ich würde aber jetzt gern wissen, wie ich... Ist ja ein Schnieke, ist das. Ah, da ist eine Plattform. Kann man hier dreht. Ist das jetzt nun giftig oder nicht? Wenn ich vielleicht tiefer gehe. Obwohl der Rauch bewegt sich nicht. Die Textur. Ich glaube nicht, dass es giftig ist. Hoffe ich jetzt. Du siehst echt nicht viel. Sieht aus, ja, wenn du ein bisschen reinzoomst, da hast du ein bisschen unter den Schichten, dann kannst du ein bisschen besser sehen. Da hast du Feuerkugel, hast du einen Weg. Ja, so weiter rausgezoomt bist, umso höher du bist, umso weniger siehst du. Erstmal da zum Zahnrad, ja, schön festgehalten. Schön festgehalten, gut gemacht. Ja, nicht stolpern. So, dann war hier gleich die Feuerkugel. Da ist sie. Hallo Feuerkugel. Da ist sie aktiviert. Okay, ich bleib mal hier kurz stehen. Ja, schön, dass hier die Wand im Weg ist. Gut, dass du kaputt gehst. Ein bisschen Beeilung, bevor sie wieder schießt. So, ich glaube nicht, dass er mich jetzt hier beschießt. Sollen wir noch eine? Nö. Ist ja nett, dass nur eine Feuerkugel ist. Früher waren mehr Feuerkugeln. Früher war mehr Lametta. Ja, triff mich mal da einmal. Ist mir ja Sache. Ich fall nicht runter. Kannst mich nochmal treffen von mir aus. Das stört mich nicht groß. Töten wirst mich nicht. Nee. Der wollte ja nicht durch die Tür. Erstmal Kamera wieder drehen. Der Sparky lässt mich in Ruhe. Ja, einfach nur da hoch. Obwohl, bevor ich da hochgehe. Ist hier vielleicht irgendwie was versteckt? Er sieht nie so aus. Sollt ihr mal vorher gucken. So, schön gemacht. Kann ich aufs Dach? Also ist zumindest niedrig genug. Und die Wand ist ein Glück breit genug, um drauf zu stehen. Also ich könnte hier einmal rumlaufen. Vielleicht wäre da irgendwas noch versteckt. Aber für später vielleicht, in Hinterkopf behalten. Dann haben wir schon mal den ersten Stern, ist ja wunderschön. Und dann landen wir im... Nirgendwo. Hallo, Squiddude. Die Neuerstellung des Zepters verbraucht viel Energie. Also saugen wir die Energie aus den anderen Bereichen ab. Wenn du diese trotzdem noch besuchen möchtest, verwende den Warp oben auf der Plattform. Aha, also der Scepter war tatsächlich kaputt in Kurs 7. Da lag ich richtig. Hallo Schild. Ja, dich haben wir schon gefunden, wa? Den Teleporter zum Berg. Das war Folge 1 direkt. Geheime Gemälde, die Dinge zeigen, die unsichtbar sind. Vergessene Warps, auf diese Weise zu finden sind. Einer davon hier versteckt, ein anderer in der Vergangenheit. Vielleicht solltest du nicht mit diesen herumspielen. Es sollte vielleicht vergessen bleiben. Wer weiß. Wer beim blauen Block im Kurs 3 vielleicht noch einen Teleporter unter dem Block? Möglich. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum der komische Bild halt hinterm Schloss da ist. Mit dem blauen Block. Da geht's wahrscheinlich wieder zur Oberwelt. Würde ich jetzt mal meinen, weil da ist Kurs 8. Aber jetzt erstmal hier weiter mit Kurs 8. Das war Stern 2. Okay. Fogg.
Ja, weiter mit Stern 1. Jetzt bin ich am Anfang des Levels natürlich. Weil ich bin jetzt nicht durch das Zukunftsschild gekommen. Na gut. Ist jetzt ein bisschen anders. Ein Glück hat er sich da festgehalten und hochgezogen. Finde ich schön, dass... Dass übrigens die Musik immer noch quasi die gleiche ist, nur ein anderer Remix. Lass mich in Frieden, ich will da nur hoch. Jetzt trifft er mich. Von mir aus. Lass mich in Frieden. Der schläft gerade, er ist wieder wach. Lass mich in Frieden. Der Level ist jetzt ein bisschen gefährlicher. Der schwirrt da ab. Schwirr mal schön ab da. Da kann man jetzt leichter hin, weil die Plattform breiter ist. Natürlich können wir wieder da hoch. Ja, okay. Wir haben wieder die drei Wege. Wir gehen erstmal wieder nach oben. Da will ich jetzt nicht hin. Gut, dass du dich da festgehalten hast. Hallo Feuerkugel. Ich stelle mich mal unter dich, wa? Weil du kannst mich nicht treffen. Und du bist zu weit weg. Da war doch... Hochgesprungen. Nicht runterfallen. Schaufelheinz ist da doch ein bisschen gefährlich. Okay, da ist zu. Hätte ich mir auch denken können, weil da direkt der Bob-Omb draufsteht. Dann steck mich wieder unter den Dings und scoute weiter. Da ist offen, da ist zu. Ja, von unten kannst du wieder da Wandsprünge hochmachen. Da ist offen. Die Flamme, ey. Okay, dann halt runter. Und ein Sprung. Ein blaues Achtung. Ja, hier dürfte ja nichts sein. So, dann guck mal hier. Da ist eine Plattform. Da ist eine Öffnung. Da ist eine Öffnung. Na gut, erstmal nach oben. Schön Wandsprünge machen. Ich mag Wandsprünge. Da ist auch offen. So, dann war hier offen. Genau. Und dann dürfte hier direkt der Bob-Omb sein. Hallo Bob-Omb. Und dann dürfte auch gleich hier nebenan die versteckte Kiste sein. Wo auch immer jetzt die Kanone ist. Sie ist nicht mehr an der gleichen Stelle, würde ich meinen. Ja, dankeschön. So. Auf der anderen Seite. Die andere Seite ist das. Also, müsste ja denn da sein. Aber sie blinkt nicht auf. Kiste? Das ist der erste Stern, oder? Ja, C8 A1. Akt 1. Also, was denn jetzt nun? Hier auch nicht. Vielleicht weiter oben? Also, da. Na gut. Hat sich das schnell geklärt, weil er blinkt ja. Die Blöcke blinken gerne auf. Kann ich da weiter nach oben? Da ist eine Plattform. Mal gleich. Guck mir einfach von unten erstmal da. Da kann ich auch hoch. Ja, okay. Hier gehe ich dann gleich wieder hin, wa? Weil... Da geht's weiter. Das war der letzte versteckte Block. Ist ja schön. So. Dumme Kiste brauchen wir jetzt nicht nochmal. Haben wir halt gemacht. Kurz umgeguckt. Da ist jetzt zu. Warum ist jetzt da jetzt eine Plattform? Wahrscheinlich nur, um die Sicht zu versperren oder so. Man könnte vielleicht mit Wandsprüngen da hoch und dann halt am Dach vorbei. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt so gedacht ist. Deswegen lassen wir es jetzt einfach mal sein. Dann sind wir jetzt hier bei der 4 Checkpoint. Da ist Aktivierungsplattform, Aktivierungsplattform. Da unten geht es jetzt lang, Aktivierungsplattform. Und da ist, glaub, die Kanone. Wo schießt du denn da hin? Darüber zu einem Auffangkäfig, ist ja nett. Hallo Kette. Gehen wir mal Kette. Kletter, kletter, kletter. Da ist der Blaudude. Hey, hast den Scepter repariert. Der ist jetzt zum Teil lila. Ich mag lila. Und da sind wir als Karte.
Ist wahrscheinlich der Original Mario. Hehehe. Magst du diese Zukunft? Schau, ich hab dich sogar bereits als Karte. Dieser Ausdruck auf dein Gesicht ist unbezahlbar. Hast du wirklich geglaubt, du könntest mir noch irgendwie entkommen? Nein, dein beschissenes Leben wird enden, egal was du tust. Vielleicht ersetze ich dich durch den Original Mario, sobald wir damit fertig sind, diese Replik aufzuladen, um diese Dimension neu zu erschaffen. Du hast damals wirklich einen dummen Fehler gemacht. Ja, holst du halt den Original Mario aus seiner Karte, steckst mich da wieder rein und dann spielen wir wieder den Original Mario. Ist jetzt der Weg nach oben? Ein sehr schmaler Wandsprung von mir aus. Nee, lass mich in Frieden. Lass mich bloß in Frieden? Nee. Natürlich trifft er mich. Natürlich ist hier eine Feuerkugel. Und natürlich werde ich dann nochmal getroffen. Geh weg mit der Flamme. Ist hier noch mehr? Die Flamme kommt nicht an mir ran. Bäh. Drahtseilakt. Nee. Das reicht doch, wenn ich einen Salto mache. Dann kann ich von da so rüberspringen und dann hochklettern oder ich gehe nach da oben. Da musst du auch einen Wandsprung machen. Du musst auch einen Wandsprung machen können. Kannst du da keinen Wandsprung machen, weil da so eine Kante ist? Nee. Funktioniert schon alles. Und da machst du einfach einen Weitsprung rüber. Und dann beeilst du dich, weil der schläft gerade. Wunderbar. Der nächste Stern ist unser. Das war Stern 4, Scepter. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Wir machen jetzt die Aktivierungsplattform. Gehen wir jetzt nochmal zur 4. Haben wir dann da gleich einen Checkpoint. So, Checkpoint. Dann fangen wir da an. Ich kann da einfach runterspringen. Einfach mal blind runterspringen. Ich schaff das schon. Da zu landen. So. Erste Aktivierungsplattform. Da muss ich hier nicht von vorne da anfangen. Der wäre bestimmt ein Shakya wieder gewesen. Nicht ein Shakya, ein Sparky natürlich. Der mich dann wieder genervt hätte. Und jetzt ist da. Leg mich da. Genau, weg tiefer als deine Flamme. Da ist jetzt diesmal ein Shakya drauf. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Kann ich da hoch? Nein, ich kann da runter. Ich könnte auch einfach da runter springen. Kante da. Kopf stoßen, bist du in den Abgrund. Willst ja auch nicht. So. Da kommen denn die nächsten. Ah. Hallo. Leg dich schlafen. Komm nicht zu mir. Lass mich in Frieden. Moment, bevor ich hochgehe, ist hier irgendwas? Nein. Der Schaufenheiz ist an der falschen Stelle, um irgendwie gefährlich zu sein. So, erstmal nach unten. Dachte jetzt erst eigentlich zuerst nach oben und dann nach unten. So, spring ich einmal hier vorbei. Aktiviert. Kletter, kletter, kletter. Nee. Nicht da abprallen, runterfallen. Ist das die letzte Plattform? Ich glaube schon. 5. Ne, da ist natürlich jetzt da den Stern drin. Wo es bei Kurs 7 angefangen hat, hört es jetzt hier bei Kurs 8 denn da auf. Gut. Reingucken, ist der in der Mitte? Ach, siehst du ja so schlecht. Ist das Lava? Oder ist das Treibsand? Wenn ich jetzt da verfehle, haben wir nochmal eine Chance, den einzusammeln. Aber ich verfehle nicht. Ich habe den Stern bekommen. Das war Stern 3. Panels. Immer noch Stern 1. Ich dachte, ich würde den ja gleich am Anfang bekommen. Aber nö, es war ja nicht so. Ja, dann gehen wir jetzt nach links, weil oben waren wir jetzt überall, glaube ich. Lass mich in Frieden, lass mich da springen. Schieß, bevor ich darüber gehe. Lass mich in Frieden. Hallo, Plattform. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Wenn ich nicht von der Wand dran gehindert werde. Ich wurde nicht von der Wand dran gehindert.
Führst du mich zum Bob Omb, weil da ist der Teleporter dahin. Das wäre jetzt ganz, ganz reizend. Da könnten wir Kurs 7 denn abschließen. Das wäre ganz, ganz nett, aber ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ich bin auf der falschen Seite des Zauns. Ey, wir werden da schon noch hinkommen. Kette. Nee, das sind die drei, oder? Genau. Aktiviert. Und da ist eine weitere Kette. Nach oben. Den Kalk von oben vielleicht reinspringen. Dafür bin ich viel zu weit weg. Hallo, Feuerkugel. Mein Glück ist die Plattform greifbar. Der Mario hat begriffen, dass er sich da festhalten kann. Es gibt noch einen Weg über den Balken und dann ist er das Squid-Dude. Ich hoffe, du erinnerst dich, auf welcher Bodenfliese der rote Münzenstern in Kurs 7 war. Das würde dir diesen Abschnitt einfacher machen. Ah ja, ich weiß, was er meint. Erstmal entfernen wir dich. Der Schaufelhand hat sich von selber entfernt. Ich habe eine Vermutung und ich glaube, ich habe recht. Trollsterne. Ja. Okay, ich weiß Bescheid. Ich muss denn da den Haufen der Trollsterne den richtigen Stern finden. Und er hat jetzt da einen Zaun hingepackt, damit ich nicht an der Seite vorbeilaufen kann. Wie ich es bei Kurs 7 gemacht hatte. Sprung, Sprung, Sprung. Da ist irgendwas. Da geht's auch lang. Da geht's lang und da geht's auch lang. Ich geh erstmal. Das machen wir ja gleich. Ich glaube, das machen wir denn hier nach. Ah. Ich muss hier nicht an Rand vorbei, sondern einfach weiter. Hallo, Feuerkugel. Ja, da sind ganz viele Trollsterne. Hurra! Und, da muss ich dann kurz mal in meine Erinnerungen kurz gucken. Kannst du dich schlafen legen, bitte? Bevor der Sand verrieselt. Der Sand der Zeit. Warum sollte ich dich irgendwie beachten, Feuerkugel, wenn ich einfach an den Rand vorbei kann? So, sind wir oben. Und da hast du da einen Balken. Muss ich mir jetzt ausrichten mit der Kamera? Nö, muss ich nicht. Da hast du wieder die Kette. Da hast du wieder Kette geben. Geben wir mal wieder Kette. Na, nicht zu weit. Leg dich schlafen. So, dass ich da auch vorbei kann. Da ist keiner weiter. Da ist keiner weiter. Da ist keiner weiter. Da sind wir wieder oben. Ich zeig dir, mach mal gleich, ob da immer noch der Raum ist, wo der Weg zur Vergangenheit war. Aufgesprungen sind wir ganz oben. Jetzt sind wir ganz oben. Und jetzt springen wir. Hier war vorhin, nicht vorhin, beim letzten Mal, als wir hier waren, an der Stelle, bei Kurs 7, eine rote Münze. Und jetzt ist da halt der Schalter und jetzt können wir da durch. Nicht zu stark springen. Der Stern war... Der war... Hier in der Ecke irgendwo. Ich glaube nicht direkt am Rand, deswegen würde ich... Ich würde sagen, das ist der. Ich habe hier rumgeschmult. Ich schmule erstmal, ob da vielleicht der Raum ist. Nö, ich glaube, der ist weg. Oder? Ist das der Raum? Bist du der Raum? Ich glaube ja nicht. Nee, der Raum ist weg. Ich würde jetzt mal meinen, das war der. Es war der richtige. Meine Erinnerungen haben mich nicht getrübt. Das war Stern 6. You doubt I wasn't in this. But it was me. Treuster. Ein Jojo-Meme. Ein Dio-Meme. Ja, dann gehen wir jetzt wieder dahin, wo wir gerade eben waren. Da wären wir. Dann kann ich hier so runter. Dann kann ich da so runter. Hoch da. Da ist die Kette noch. Da ist noch ein Stück Kette. Lass mich in Frieden.
Kannst du da rüberspringen? Ja, kannst du. Och nee, lass mich in Frieden. Oh nee, lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden? Er hat mich verfehlt. Da geht's hoch. Ach so, dann sind wir bei der 2. Wäre viel schneller gegangen, wäre ich einfach durch Kurs 7 gelaufen. Ganz ehrlich. Wieder runter. Ich habe getroffen. Ich könnte vielleicht auch einfach mal die Kamera richtig einstellen. Immer weiter runter. Immer weiter runter, auch nicht so tief. Du sollst nicht von der Kette fallen. Ach, echt jetzt? Echt jetzt? Bei OBS sehe ich ja, ob ich meinen Stick bewege. Durch das Display für das Gamepad. Das habe ich ja natürlich jetzt nicht bei den Spielen. Ah. So, und jetzt einfach wieder nach oben. Weil ich hier ende. Ja, erst wenn die dicke Dame singt. Dann ist Ende. Lass mir mal in Frieden. Lass mich in Frieden. Ich will gucken, ob ich da hochkomme. Mit super Wandsprüngen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es gedacht ist. Da ist auch wahrscheinlich nichts drauf. Warum sollte auch was drauf sein? Fall in den Abgrund, dumme Scheißvieh. Apropos Abgrund. Es ist abgrundtief dunkel. Und ich glaube, ich muss da runter zu dem Blauen. Okay, dann kann ich hier runterspringen. Zeige ich hier sehen. Und dann Wandsprung. Ist da irgendetwas gefährlich? Hier ist Ende. Dann weiter da. Okay. So hatte ich das jetzt eigentlich nie gedacht. Na gut, dann machst du einfach mit einem Dreisprung darauf. Springst wieder so rüber. Dann darfst du da rüber springen. Springst du rüber, um rüber zu springen. Und der letzte Stern ist die 5 Tower. Dann bleibt nur noch ein Weg. Bleib an schlafen. Er ist leider aufgewacht, aber ich hab's trotzdem gekriegt. Er war zu langsam. Ich könnte so Wandsprung machen oder ich mache einfach so Wandsprung. Mach einfach so Wandsprung. Es hat gereicht und er hat sich noch gerettet. Denn da, einmal darauf und dann einfach hier Wandsprung hoch. Keine Flugratte, die mich nervt. Da ist ein Schaufelheinz, soll er auch da sein. Aufs Fass gestellt, umgeguckt. Da waren wir gerade. Okay, da geht's lang. Das ist eine Feuerkugel, die wird mich ja wohl kaum aufhalten können. Der ist auch alles breit genug. Auch der Shakya ist sehr breit. Ach, bleib doch da am Leben. Ich spring da einfach rüber. Lass mich raten. Die Münzen weisen den Weg. Für Wandsprünge. Yo. So, noch einmal. Und dann sind wir hoch genug. Wir haben nochmal hier mit Wandsprüngen. Salto, Knopf gedrückt, runtergesprungen. Ab durchs Loch. Ab durchs Loch. Also, weil wir müssen ja wieder zurück, war. Deswegen ist da nochmal ein Knopf. Und wieder in die Vergangenheit. Kurs 7. Hier ist aber jetzt nur der Bob-Omb. Ich wollte jetzt eigentlich zum Stehen.
Ich weiß, wo der fünfte Stern ist. Er ist jetzt nicht hier. Wir müssen die Kanone benutzen. Wir müssen zu Kurs 7 dafür. Ja, danke dafür. Denn wenn ich jetzt hier in Kurs 7 bin, dann kann ich hier gleich sterben. Das geht schneller. Dann können wir jetzt hier Shoot machen. Und dann sind wir wieder hier. Dummer Sparky. Dann sind wir jetzt hier bei der Kanone. Und dann können wir uns jetzt dahin schießen. Da ist der Balkon, wo wir gerade eben waren. Diesmal aber halt in der Vergangenheit. Und dann ist da drin ist ein Teleporter in die Zukunft. Und das ist der Tower. Aber ist jetzt auch der Shoot-Stern da? Nicht so hoch, nicht so tief. Nicht runtergefallen. So, wir sind geshootet. Ist hier was? Obendrauf? Hier draußen? Sieht jetzt nicht so aus. Jetzt sieht jetzt nicht so aus. So, erstmal darauf gestellt. Es geht nicht weiter nach oben. Hallo Schaufelheinz. Ich weiß, du bist scharf auf mich. Und der Sprung und der erste Teleporter Nummer 1. Und wieder in die Zukunft. Da war jetzt nicht der sechste Stern von Kurs 1. Da. Wo ist denn der jetzt? Muss ich das jetzt hier zweimal machen? Oder wie sieht's aus? Muss ich das jetzt zweimal machen? Das sieht ja zum Kotzen aus. Das sieht ja richtig zum Kotzen aus. Ich guck mir das nochmal an. Ach, verdammt. Ist alles so zickzack. Und das blöde Schild ist im Weg. So. Gut. Ich sehe nichts. Ich mag Schrumpfplattformen nicht, weil die Plattform halt immer kleiner wird. Seine Plattformen verschwinden einfach nur mit der Zeit. Schrumpfplattform nicht. Ah, ich hab's überall geschafft. Darf ich das jetzt zweimal machen? Oder wie sieht's aus? Wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt Stern 6 von Kurs 7? Ich habe noch ein Leben übrig. Ich muss ja irgendwie bei... Was soll ich denn da machen jetzt? Wo soll ich jetzt hin? Wo führst du mich jetzt genau hin? Zur Oberwelt natürlich. Oben rauf. Super. Dann ab wieder zur Kanone. Da wären wir wieder. Ist das ein Weg an der Seite? Soll ich mich da sofort hinschießen oder eher zum Balkon? Ja, der hält mir ja nichts auf. Vielleicht in hohem Bogen schießen. Mal gucken. So. Schießen mir jetzt einfach nur gerade. Das hätte fast gereicht. Da ist der Stern. Was ist denn jetzt aber da oben? Was ist denn jetzt in der Gegenwart da oben? Da kommst du ja nicht hin. Da ist ja denn irgendwie gar nichts, oder was? Was ist denn jetzt da? Das wirst du nicht erfahren. Da haben wir. Warum ist denn das Stern 2 bei Dog Madness? Na gut, dann halt da rein. Ich will jetzt nicht den Stern einsammeln. Ich wollte jetzt nur die Münzen haben, um mein Leben aufzufrischen. Wir brauchen noch zwei Sterne für die Extra-Tür. Ich hoffe mal, die kriege ich jetzt beide hier. Wo sind wir hier? Backdoor Chaos. Das sieht aus wie eine Mischung aus allen Leveln. Dann rasen wir mal hier durch.
Hallo, komische Fensterrahmen. Als ob ich dich da nicht sehen würde. Ich habe die rote Münze beinahe übersehen. Ich muss also aufmerksam sein. Wenn ich den roten Münzenstern einsammle, darf ich darüber laufen? Ist es einfach nur rutschig? Ja, ist einfach nur rutschig. Wahrscheinlich ist es rutschig. Noch bin ich nicht gerutscht. Aber ich würde mal meinen, es ist Eis, es ist rutschig. Also springst du möglichst viel rum. Und die will dumm. Da ist eine rote Münze. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Hi. Ja, ich brauche noch einen Versuch. Alter, gehen die ihn auf den Sack hier. Der Weg schon wieder. Ich brauche noch einen Versuch. Vielleicht sollte ich von der Seite machen und mich dann da einfach festhalten. Oder es reicht auch so. War viel einfacher so. Hallo. Kurz umdrehen, keine rote Münze. Das Blaue ist wahrscheinlich rutschig. Die Schräge ist auch so rutschig. Nee. Feuer, nee. Wir sind durch eins der Fenster gegangen. Nix da. Komm wieder raus. Komm wieder raus. Komm wieder raus. Und aus. Komische Wasserfontänen. Ist das Wasser? Ist das Deko oder ist das Wasser, in dem man schwimmen könnte? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man da drin schwimmen kann. Es ist quasi ein klassisches Bowser-Level. Ist hier irgendwas? Warum ist denn da nichts? Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass da irgendwie eine rote Münze ist. Da unten ist eine rote Münze. Rote Münze eingesammelt. Das war aber knapp. Es war schön, mal hier so ein klassisches Bowser-Level zu spielen. Quasi. Ja, danke, dass du mich da aufgehalten hast. Kicker da wieder. Neue Münzen. So, voll. Autsch. Da war ich nicht schnell genug. Weg ist er. Und wieder volles Leben. Hey, und er kreiselt im Kreis. Und wie jeder weiß, geht ihn nach ein bisschen die Puste aus. Dummes Feuer. Wie springe ich da am besten? Mache ich das so? Bei Wandsprung. Ich nehme mir die Hilfe, die ich brauche. Wo ist die nächste rote Münze, ist die Frage. Mach den Weitsprung. Da ist die nächste rote Münze. Natürlich über der Lava. Da. Natürlich kommt ja eine Lava da vorbei. So ein bisschen. Das Holz rutschig? Ich glaube nicht. Kein rutschiges Holz. Ja, Feuer, Feuer von der Pflanze. Das ist aber fies. Das ist aber gemein. Nochmal. So, nimm mal zwei Stufen auf einmal. Und dann sind wir oben. Zwar nicht mit vollem Leben, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Treibsand an den Seiten. In der Mitte. Nicht an der Seite. Kann ich hier stehen? Ist auf der, so einer Insel eine rote Münze? Würde mich jetzt auch nicht wundern. Flammenwerfer.
Wir hatten schon lange keine Flammenwerfer mehr. Da ist eine rote Münze. Und da sind wieder Flammenwerfer. So, immer noch Schaden. Er musste abkönnen, den Schaden. Tut ja nicht Schaden, wenn du hier ein bisschen langsamer vielleicht vorbeiläufst. Aber da würde Schaden, wenn du in Treibsand landen würdest. Das wäre nicht nur, würde nicht nur Schaden, das wäre auch ziemlich schade. So, volles Leben. Was ich fies finde, ist, ich finde diesen Sprung gerade echt fies. Gut, dass du keinen Hechtsprung gemacht hast. Das war jetzt nämlich meine Sorge. Verpiss dich! Da ist eine rote Münze. Das war nicht die letzte. Doch, klar ist die letzte, weil ich brauche nur 6. Okay, Kette geben. Können die Pflanzen rumpflanzen. Nicht zu weit nach oben, nicht stoßen. Da wäre die 7. rote Münze. Habe ich eingesammelt. Warum auch nicht? Einfach mal einsammeln. Das ist wirklich richtig klassischen Bowser-Level. Das finde ich echt cool. Besonders, weil es einfach Teile sind von original Bowser-Level. Und das Karussell es dreht sich. Und da ist die rote Münze, die letzte. Ich werde da mal kurz absteigen. Um denn da aufzusteigen. Kannst dich da hinlegen. Ich darf hier wieder hochlaufen. Na gut, dann quasi Pseudo-Endkampf, weil es gibt ja noch die extra Tür. Will ich das Leben einsammeln? Ich sammle das Leben ein. Kurs 15, Final Boss. And won't get us da. Versuche, so lange wie möglich auf diesen Brettern zu stehen. Du brauchst sie, um weiterzukommen. Außerdem gibt es ab diesem Zeitpunkt keine Sterne mehr. Also, wenn du mehr willst, dann geh woanders hin. Moment. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier jetzt nochmal einen Stern bekomme. Mir fehlt ein Stern für die Extratür. Und wenn ich jetzt hier keinen Stern bekomme, dann ist das ja gar nicht das Ende. Also es ist denn das Ende. Das Ende. Ich muss jetzt hier wieder raus. Ich muss denn hier wieder hinlaufen. Was ja jetzt an sich kein Problem ist. Ich muss jetzt aber erstmal rauskriegen, wo ich hin muss. Wo fehlt mir ein Stern, verdammt? Das werde ich jetzt erstmal rausfinden. Bis gleich. In der Dunkelheit. 6 sind sie. Und sie beobachten dich. Einer jedoch hat Angst und braucht eine Umarmung. Das eine Schild aus Folge 1 hatte doch was zu bedeuten. Und zwar, dass man hier weiter kann. Und am Ende wartet wahrscheinlich ein Stern. Das machen wir jetzt nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal, weil draußen sind Bauarbeiten, die sind laut und sie stören. Und außerdem gibt es insgesamt 70 Sterne. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Also, bevor es jetzt hier ausartet, machen wir deswegen jetzt hier Schluss mit der Folge. Deswegen sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt bunt, macht euren Bunten. Tschüss!